Sven Hannawald war einer der bekanntesten Skispringer in Deutschland. 2002 gewann er als erster Sportler die Vierschanzentournee mit Siegen in allen vier Wettbewerben. Knapp 20 Jahre später blickt der 47-Jährige mit gemischten Gefühlen auf diesen ganz besonderen Winter zurück. Schon allein, wenn man an die Schanze kam, hat man schon von Weitem die vielen Zuschauer gehört. Es war, jedes Haus war komplett voll. Wir hatten immer schönes Wetter. Also da haben so viele Dinge eine Rolle gespielt, die so einen positiven Einfluss gegeben haben, dass ich einfach auf der einen Seite natürlich total stolz war, Teil des Ganzen gewesen zu sein, aber natürlich auch innerlich mehr arbeiten musste. Doch der große Erfolg hatte auch Schattenseiten. 2005 beendete Hannawald nach erfolgreicher Behandlung eines Burnout-Syndroms seine Sportlerkarriere. Ich sag's heute auch, selbst wenn ich jetzt kein Sportler gewesen wäre, hätte ich mich auch in irgendeinen Berufszweig so reinsteigern können, dass ich vielleicht am Ende auch mit dem Burnout geendet hätte. Am Ende des Tages musste ich lernen, dass ich ein ehrgeiziger Mensch bin und Perfektionismus gleichzeitig in mir trage und das eine schwierige Kombi ist, wenn man davon nichts weiß. Ich bin davon ausgegangen damals, dass jeder so ist und dementsprechend habe ich für meinen kleinen Jugendtraum des kleinen Sven alles gegeben, über viele, viele Jahre, teilweise ja schon Jahrzehnte und das hat am Ende gekostet, aber mir ist wichtiger, dass ich den Traum erfüllen konnte und zwar die Tournee zu gewinnen und alles andere war dann im Nachhinein auch wieder handelbar. Dem heutigen Nachwuchs rät er, mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Ich glaube, am Ende des Tages nicht verbiegen zu lassen. Also wenn die ganzen täglichen Einflüsse, die heute noch zusätzlich kommen, wenn da dann jemand einfach merkt, es ist zu viel, dann einfach sagen, dass es zu viel ist und nicht versuchen mitzuschwimmen und zu denken, okay, das wird schon wieder weggehen, sondern das war genau das gleiche Thema wie bei mir, dass ich schon gewisse Dinge gemerkt habe, es natürlich so angegangen habe, es wird schon wieder weggehen, ich muss ja weitermachen, weil wenn ich jetzt dem nachgebe, verpasse ich die Weltspitze und das will ich auf keinen Fall. 20 Jahre nach seinem Erfolg hofft Sven Hannawald auf einen erneuten Sieg des deutschen Teams im kommenden Wettbewerb. Ich hoffe natürlich jetzt im Jubiläumsjahr, das schreibt sich immer schön, das ist für Medien immer toll, kann man immer schöne Geschichten drumherum kreieren und für denjenigen, der es dann auch erreicht, ist natürlich auch immer wieder schön. Und aber weiß natürlich auch, dass drumherum viel passiert, dass auch andere Nationen wieder die Tournee gewinnen wollen, aber ich habe die Hoffnung, dass, wie gesagt, da oben das Einzige ist, dass jetzt wir mal wieder dran sind.